Du hast es gerade gesagt, man schläft ja nicht unbedingt immer alleine. Man, glaube ich, legt am Anfang der Saison einen Partner fest, oder? Ja. Mit dem man dann die ganze Saison verbringt. Könnt ihr euch das aussuchen oder wird euch der zugeteilt? Im Endeffekt ist es so, man hat schon so über die Jahre haben wir dann so ein paar Partner, jetzt ist gerade so, aber da wo man weiß, okay, mit dem kann ich jetzt nicht so gut. Aber da hat man dann irgendwann seinen Zimmerpartner, den man immer hat. Also bei mir ist der Karl. Mit dem Andi kann ich auch ganz gut, mit dem Stefan oder mit dem Pius geht auch oder mit dem Sebi. Aber eigentlich bleibt man bei seinem Partner. Das ist wie dann in einer Beziehung, dem bleibt man dann treu. Und man kennt halt dann die Marotten, was derjenige auch hat und der andere kennt deine. Und dann macht es auch einfach nur mal ein bisschen einfacher, das Zusammenleben auf so einem engen Raum. Aber natürlich ist es schon mal schöner, wenn du dann daheim in deinen eigenen vier Wänden bist und der jetzt nicht neben dir liegt, sondern du einfach mal deine Ruhe hast und deinen Platz. Aber im Endeffekt schleift es dann eigentlich so ein über die Jahre. Der Zimmerkollege muss öfter daneben liegen wie die eigene Freundin. Ja. Das ist definitiv der Fall. Und so wie der Isaac gesagt hat, man muss einfach gut einspielen. Wenn man die Gewohnheiten vom anderen kennt, dann kristallisiert es eh raus, wer mit wem dann ins Zimmer geht. Und dann sind wir zum Glück nicht nur Konkurrenten und Teamkollegen, sondern wir sind Freunde untereinander. Und das macht es dann deutlich einfacher. Für uns auch genauso. Also wir wechseln da auch nicht groß durch. Wir haben da auch alle immer so die gleichen Zimmerpartner, wo man dann schon weiß, ja, da versteht man sich ganz gut oder ist einfach so zweckmäßig, dass man halt die Zeit so unterwegs so angenehm wie möglich einfach sich macht. Ist das so, wenn man oft meint, dass Frauen untereinander schwieriger ist wie bei den Männern, wie der Eisen gerade gesagt hat, okay, da ist der eine ein bisschen schlampiger, meiner schaut mal drüber und ist vorbei. Und wie ist das bei euch Damen? Gibt es da auch einmal so einen leichten Zickenkrieg? Nee, das nicht. Also ich glaube, das ist genauso. Da gibt es auch welche, die packen ihre Tasche gar nicht aus und dann gibt es auch welche, die räumen halt alles super ordentlich in den Schrank ein. Ich glaube, ich zähle da auch eher so zu den ordentlicheren, aber das ist halt einfach so was. Man muss sich halt immer denken, die anderen machen das dann halt nicht, um einen zu ärgern, sondern weil sie halt einfach so sind und dann musst du einfach, glaube ich, jeden so lassen, wie er ist und da das Beste draus machen.